Moin Leute, ich bin's wieder. Also heute ein kleines Unboxing-Video. Und zwar habe ich mir, was laber ich da? Nein, ich habe zu Ostern eine Kaffeemaschine gekriegt. Ich hol sie mal kurz irgendwie her. Ach du Scheiße, das ist schwer. Das geht eigentlich aber. So. Also, ich hoffe, man sieht's. Das ist das Ding. Ja. Philips. Senseo, ich glaube eines der bekanntesten Kaffeemaschinen. Ja, so, ich mach mal Licht, sonst sieht man da glaube ich gar nichts. So, genau, also Kaffeemaschinen, Senseo, ja. So, dann, genau, habe ich auch noch Kaffee gekriegt. Einmal Senseo Classics, die ganzen normalen. Einmal Kaffee Crema, ja, dann einmal Strong, ich glaube so stark, wenn ich mich täusche, keine Ahnung, aber ich bin da eh stärker, nein, Witz, nee, so, einmal Milch, die normal, also, ja, Milch halt, gut, dann machen wir das ganze Ding mal auf, irgendwie, so, ja. Also das Ding da ist das Doppelte für zwei Pads für große Tasse. Ja. Gut. Dann machen wir mal weiter. Wie auch immer das aufgehen soll. Ah. So, irgendwie. Ja. toll, da sehe ich wahnsinnig viel. Gebrauchsanleitung, was das sein soll. Ja. Okay. Die lese ich aber jetzt nicht durch. Zumindest nicht mit euch. Dann haben wir noch schönes. Nochmal eine Gebrauchsanleitung. Wahrscheinlich andere Sprache. Kann man auch mal reingucken. Das ist auf. Was ist es? Auf Englisch. Und das andere auf Deutsch, schätze ich mal. Nein. Spanisch oder Französisch, weiß der Geier. Okay. Gibt es irgendwo ein deutsches? Vielleicht sind da auch. Nein, da ist Nummer 1 drin. Boah. Nein, das ist Garantie. Keine Ahnung. Doch Garantie. Gut. Wahrscheinlich sind die auch irgendwie deutsche irgendwie auf dem anderen Blatt drauf. Das hier ist, ja, Unterteil, das Ding da, wo man Tassen draufstellt. Gut, interessant. Und dann kommen wir zum Gerät selber, weil da ist noch nichts mehr drin. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich das rausfischen soll. Oh, das ist echt scheiße gemacht, also. Weil. Oh, jetzt hängt das da. Okay. Okay, also, ja. Voll. Ich muss noch Kabel irgendwie hinterher ziehen. So. Okay. Ich fange den Karton mal weg. Das stört nur noch. Da ist nichts mehr drin. Nee. Gut, dann, kommt mal weg. So. Also. Das ist die Kaffeemaschine. So. Ja. Das da ist. Warum bleibt das alles da drauf? Ich geht da. So. Dann will ich den Kleber wegmachen. Dann muss nämlich auch bei neuen Sachen beim Drucker war nämlich genauso. Muss man erstmal die Sachen wegmachen. So. Das da kommt irgendwie da drauf, schätze ich mal. Auffangbehälter, falls was daneben geht. Und der hier kommt. Weiß ich nicht. So? Nee. Gerade falsch rum. So rum drauf. Oder auch nicht. Hä? Wie gehört denn das drauf? Doch so rum? Nee. Ich bin so blöd, das Ding da drauf zu machen. Hä? Halt, ob das so rumlümmelt. Oder ist das hier falsch? Oh je, da geht schon los.
halt, ob das so lummelig wäre. Halt, ob das so rumlummelt. Aber bin ich bekloppt oder was? Ah, doch so rum. Hey, vollkommen drauf. Flo wieder. So. So. Jetzt. Jetzt passt nämlich. Weil ich doch schon mal lümmel das so. Okay, doch so rum. So, jetzt. Ich nehme zwar ein bisschen, aber es ist schon fester wie sonst. Davor. Gut, dann machen wir das Ganze mal auf. Mein Vater hat nämlich die gleiche, glaube ich. Oder am Vorgänger, aber ist sicher. Egal, dann machen wir es. Aber ich kenne es halt so ein bisschen. Oje. Da scheppert schon. So, also das ist das kleine Pet-Dings da. Keine Ahnung, wie man es nennt. Und das ist das große. So. Was ist das große? Ist natürlich gleich groß, aber von der Dicke her. So. Wunderbar. Ich glaube, das ist okay. Guck mal, für ganz Dumme. Sogar da eine Tasse drauf, wenn man sieht, und da zwei, also falls man ihn nicht checken. Aber ich bin auch nicht so blöd und weiß schon, was das sein soll. So, ja, da hat er eine schöne Federung, dann merkt man, wie es runtergeht. Ich schätze mal, wenn ich öfter nutze, dann irgendwann geht es auch nicht mehr. Keine Ahnung. Gut, dann machen wir da das Ding dann rein. Und dann kann man das eigentlich auch rausbauen. Oh. Oha. Hä? Das kann man. Aber wie kann man das rausbauen? Okay, das kann man irgendwie auch rausbauen. Irgendwie. Aber ich lass mal lieber, sonst geht da gar nichts mehr. Braucht man ja auch nicht rausbauen, das Ding da. Jo. Toll. Kaffeemaschine. Ist so gut wie einsatzbereit. Muss eigentlich nur noch an Strom. Dann, genau, das zuklappen. Das geht irgendwie leichter. Beim Vater geht das ziemlich schwer. Haben sie wahrscheinlich nachgebessert, was ich gut finde. So. Ja, und dann gab es da unten eins Tasse. Also groß, klein. Quatsch. Klein, groß. So. Und da dann aus an. Ja, ich, muss mal gucken, ob ich tatsächlich noch einen trinke. Wahrscheinlich nicht, weil schon 10 Uhr ist. Wenn ich ja trinken würde, jetzt wenn dann den milden. Weil wenn ich starken trinke, dann heißt es nämlich, ja, guten Morgen Nacht, sonst geht gar nichts mehr. Nee. Wenn dann morgen früh mal. Ich glaube, ich tue morgen, ja, heute Nacht. Schlafe ich schon wieder. Ich glaube, ich tue heute Abend noch ein Kaffeepad rein. Und Wasser. Ach übrigens, Wasser. Apropos Wasser, ne? Wenn wir schon bei dem Thema Wasser sind. Dann kann ich auch gleich mal den Ding zeigen, Behälter. Wenn da irgendwie das Ding da abgeht. Na. Dap, 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 dap. So, so. Dass die immer so Kleber dran packen müssen. Die haben anscheinend zu viel Kleber übrig. Kann man was abgeben. Witzig. Nee, also auf jeden Fall. Och, nö, jetzt, oder? Hä? Nee, da ist keiner mehr. Dach gerade. Wie zum Geier soll das Ding da? Hä? Bin ich total bescheuert? Wieso? Hä? Warte mal. Ich drehe mal rum. Das kann doch nicht so schwer gehen. Was ist das Ding hier? Ah, ach so. Was soll das Ding hier noch abmachen? Was steht denn da? Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung. Gut, das hatte ich sowieso vor. Weil ich nicht weiß, ob man da irgendwie am Anfang mit Wasser durchlaufen lassen soll. Von daher aber okay, das ist dabei helder. Geht ein bisschen arg scheiße ab. Hm. Wie ist denn das? Keine Ahnung, aber. Also an der Zeit muss ich mich dran, noch dran gewöhnen. Ja. Okay. Ja.
Jo. Ich weiß aber nicht, was das hier sein soll. Aber das werde ich irgendwie rauffinden. Ja. Ich hoffe, das ist zu. Also da bin ich ein bisschen skeptisch bei dem Wassertank. Aber gut, wird schon funktionieren, hoffe ich mal. Ansonsten kann ich putzen gehen. Schön. Ja, das war's eigentlich auch schon. Das ist, wie gesagt, die Kaffeemaschine. Und ja, die werde ich nächsten irgendwann mal testen. Falls ihr irgendwie, falls ihr irgendwie Bock habt, dass ich berichten soll, dann, ja. Oder filmen soll sogar, wie ich einen Kaffee mache. Was ja eigentlich jeder weiß, wie das geht. Dann lasst ein Like da oder so oder kommentiert. Gut, das war's eigentlich auch schon wieder. Mein Handy ist auch am Start und die Powerbank. Powerbank mit Taschenlampe. So, muss ich auch mal zeigen. Was eigentlich auch total uninteressant ist. Auf jeden Fall das Ding eine Taschenlampe integriert. So. Und ja. Ist total uninteressant. Aber egal. Also gut, ciao.